Super Lied. Super Lied, wenn man das nicht kennt. Ich schau's mir mal bei Gelegenheit an. Ich verteile hier gerade mal noch Baumsamen und dann gehe ich ab. Nein, ich will nicht die Pastinake. Soll ich dir noch gießen helfen? Ich kann jetzt die Geode hier reinpacken. Geode, prähistorisches Artefakt, gießen. Ja, kannst du schon machen, wäre schon ganz gut. Na gut. Ist halt relativ viel zu gießen aktuell schon. Nee, man braucht halt immer so viel Energie in der Mine. Ja, dann geh halt in die Mine. Ich schaff das schon hier irgendwie zu gießen. Nee, schon in Ordnung. Pass auf, ich mach hier unten. Oh! Kartoffel! Hast du mir nur 3 Kartoffeln gekauft gehabt? Oder sind die Kartoffeln von dir noch gar nicht fertig? 5 habe ich gekauft. Ja, ich habe jetzt auch schon eine Kartoffel und jetzt hast du noch eine, aber das ist wahrscheinlich durch den Mischsamen, ne? Ja. Aber irgendwie eher schon welche gehabt. So, müssen wir jetzt erstmal den Typ anhören. Hast du mit dem schon geredet, mit dem Marlon? Nee, welchen Typ? Marlon? Hä? Okay, bei mir gibt's noch einen Marlon. Mit Augenklappe. Ich habe gerade einen Blick in den alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Ich war nicht in der Mine. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Ah. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Ah, hi. Was, sag mal. Was denn? Bist du jetzt ohne Schwert da unten reingerannt? Ja. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich habe ein Schwert. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich habe ein Schwert. Ich werde dich im Auge behalten, beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Also Moment mal, ich habe jetzt ein Schwert bekommen und du bist jetzt ohne Schwert einfach runter. Ich habe auch ein Schwert. Ich habe die Quest, das Ding bekommen und habe es übersprungen. Ach so. Du warst doch immer derjenige, der alles vorlesen muss. Ja, du hast doch vorgelesen, dann kann ich doch überspringen. Ach, ja, aber... Wenn ich jetzt der Erste gewesen wäre, hätte ich es durchlaufen lassen bei mir. Ich hätte es mir dann einfach mit angeguckt. Okay, dann gucke ich mir ab sofort mit an. Nee, musst du ja nicht. Doch, hast du mir gerade gesagt. Muss ich. Mach doch, was du willst. Mach ich doch. Du gesagt, ich hätte es mir angeguckt. So, das ist jetzt kontraproduktiv, wenn wir gleichzeitig auf den gleichen Stein einhauen. Da gibt's ein Kristall. Sowieso unnötig, alles aufzuschlagen. Eigentlich versucht man Geoden. So wirklich tiefer zu gehen. Geoden. Dann kannst du auch tiefer gehen. Ich hab dich nicht aufgehalten, war hier schon lange der Weitergeh-Ding. Oder jetzt. Dabei findet man schon genug Geoden. Erkunde die Mine, erreiche eben 5 Quests. Oder ich. Also bist du denn jetzt eigentlich auch in der Mine? Ich denke, du. Oh, ich bin gleich schon voll. Wo bist du denn? Eins weiter unten. Hast du noch Platz? Nee. Oh, ich seh's. Was ist denn das? Das ist jetzt eine Geode? Du Scherz. Nee, das ist so ein... Eine Geoden kann ich mitnehmen. Das ist vom Schleim. Ach so. Hier, ich hab ein Steinchen für dich. Willst du ein Steinchen haben? Ich hab schon ein Steinchen. Ich hab gar keinen Platz mehr. Kannst du jetzt im Multiplayer einfach mal ein bisschen schneller erschöpft, damit du nicht durch alles durchballern kannst, wie irre. Hä? Also ich bin noch voll fit. Ich habe ja oben auch schon viel mehr gemeint als du wieder. Ich habe ja wieder vorgearbeitet. Lässt dir immer andere arbeiten und sagst so, guck mal, ich bin doch voll fit. Du bist voll der Lappen. Weißt du, du tust das nach der halben Distanz losrennen beim Marathon und sagst dann am Ende, guck mal, wie schnell ich noch sprinten kann. Ja. Kann ich es noch annehmen? Also wir haben übrigens 10 Kupfererz, ne? Ja, ich habe jetzt 14. Nee, ich brauche einen Katzenfisch, habe ich jetzt hier als Aushilfe gesucht. Ich habe kein das nicht mehr. Katzenfisch habe ich noch nicht. Wo kriege ich den Katzenfisch her, weißt du das? Boah, nee, leider nicht mehr. Müsstest du mal googeln. Und ich angel einfach und hoffe, dass ich Glück habe. Also liegt wahrscheinlich vielleicht nicht am Internet. Wait, what? Was? Den YouTube-Sub-Alert? Ich würde sagen, bei Twitch habe ich keinen Sub. Also mein Neffe hat angeblich gerade subscribed. Ja, ja, dann meldet sich YouTube. Aber warum denn? Subscribers.
Ich habe aber im Stream den Alert gekriegt. Hallo Yoshi, falls du im Stream bist. Ansonsten, schade, hast du das nicht gesehen. Die längste Brasse der Welt, 41 cm wieder. Ah, ich muss noch ein. Ach, es muss jemand eh zu. Uiuiuiui, ich muss schnell schlafen. Energie ist alle. Das ist so typisch. 21.20 Uhr gehe ich ins Bett. Also, du bist halt wirklich echt viel abgehackt gerade. Das ist echt doof. Dann setze ich mich mal so, dass ich irgendwie vielleicht eher am Mikrofon. Du musst das Mikro in deinen Mund nehmen. Leb nicht deine dreckigen Fantasien bei mir aus. Jetzt habe ich schon wieder einen Fisch verpasst wegen dir. Gott, ist das creepy. Ich bin in deinem Kopf. Genau bei dir. Ich hab inzwischen fast meine komplette Energie wieder aufgefüllt. Nee, ich kenne deine Ordnung nicht. Du könntest sofort gucken bei mir, was für eine. Das ist nach Farben unterteilt. Das Blaue ist fürs Meer. Ja, okay. Welche Farbe sehe ich bitte schön hier? Ich sehe hier hellbraun, dunkelbraun, weiß, nochmal dunkelbraun, nochmal normales hellbraun. Also aktuell sehe ich gar nicht so viele Farben. Du bist farbenblind. Nein, es ist einfach dunkel. Es ist fast eins, es geht ins Bett. Du warst bis jetzt eben auch noch nicht ins Bett. Himmelherrgott. Außerdem habe ich hier von 6 bis 9 geschlafen. Ich war munter. So. Minenarbeit 1, ich kann Kirschbomben herstellen. Boom. Oh, da steht jemand vor meinen Dingens. Hey, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine. Ach so, ja, Steine aufgeschlagen. Ja. Ach, das ist der Clint jetzt. Ja, weil ich ja erst die erste Geode gefunden habe und jetzt die Blaupause gekriegt habe. So, und Marlon möchte 10 Schleim von mir. Ja, meine Schmelzofen kann ich mit Halbern herstellen. Alles klar. Dankeschön. Ah, da kommt der Hund. Ich hab einen Hund. Wir kriegen einen Hund. Jetzt nehme ich die nächste. Hallo, Ben. Eine Katze. Siehst du den Hund hier? Wuff, wuff, wuff. Ich will denn so einen blöden Hund? Ich habe wieder deine Haufeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Das ist der süßeste Hund, den ich kenne, ja? Scheint ihm hier zu gefallen. Meinst du nicht, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnte? Hund adoptieren, ja, nein. Ja, natürlich. Wähle einen Namen. Nee, nicht Bello. Bello ist doof. Nennen wir ihn Steven. So darfst du jetzt den Namen ausholen. Das ist mein Hund ist. Komm her, Steven. Sei ein braves Hundchen, ja. Ich will keinen Hund. Aber einen Brief habe ich auch noch. Du spielst nur mit deinem blöden Hund. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren. Eigentlich brauchen wir keinen Brunnen, oder? Nee. Weil wir haben doch so relativ... Hier ist noch ein Brief. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte... Ach so, das hast du schon vorgelesen. Die alte Hütte des Großvaters. Machst du heute auch noch mal irgendwas? Ich musste erst noch ein... Ich wurde hier von Leuten abgehalten. Geschäftliche Tätigkeiten und so. Geschäftsführer sind gefragte Menschen. Kommst du da mit an die Mine? Kann ich machen, oder? Ich versuche weiter zu fischen. Boah. Pflanzen können wir heute nicht mehr, der Laden hat zu. Ach, weil Mittwoch, ja, wir halt zum Julia-Markt gehen, ne? Selber schuld, wenn er zumacht. Am Mittwoch. 20 Kupfer erst, 25 Stein. Haben wir die noch? Für? Für den Schmelzofen. Haben wir noch. Du brauchst du jetzt. Achso, für die vom Bachen draus zum. Ja, ich würde schon mal bauen. Ja, kannst du machen. So, wo soll ich denn hinstellen? Ich habe einen Ofen, guck mal, wie stark ich bin. Ich kann einen Ofen auf mir oben drauf tragen. So, ich gehe in die Mine. Guck mal, wie stark ich bin. Ich kann einen ganzen Schmelzofen auf mir tragen. Von wegen ja. Waschmaschinen tragen, es ist voll einfach. Guck mal. Gib doch an. Wo soll ich denn hinstellen? Keine Ahnung. Hier so rechts. Ups. Nee, dahin? Weiter. Hier so. Den kann man ja jederzeit umstellen. Ich muss jetzt wirklich los. Ach Quatsch. Ich muss jetzt 10 Schleime erledigen. Benötigt einen Kohle.
Wir brauchen dringend die 2000 Euro für mich. Euro? Gold. Und dann vielleicht auch noch 2000 für dich, wenn wir genug haben. Mhm. Nur wenn wir genug haben, ich merke schon. Ich gehe jetzt die Geoden aufschlagen. Die Zeit habe ich ja und ich habe ja auch noch das Dingens. Du bist der perfekte Hausmann. Lumi geht arbeiten in die Mine. Solange du das Geld ranbringst und ich dafür streamen kann, wäre das okay. Jemanden. Wer bist denn du? Hayley, das Einzige, was ich an dieser Stadt mag, ist der Strand. Blöde Schlampe. Bist du aber garstig heute. Hier, 8 grüne Schleime würde ich auch 480 kriegen. Hallo, die beim ersten Mal Hallo sagen erstmal, ja, ich mag die ganze Stadt nicht, voll doof hier, alles kacke. Nun, vielleicht magst du die ganze Stadt nicht, dann halt. Ja, dann kann man das aber auch netter sagen. Oder einfach, wenn man nichts zu sagen hat, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Klappe halten. Linus mag keine Cola. Das habe ich ihn gekränkt. Ich wollte dich nicht kränken. Och man, Linus. Das tut mir jetzt leid. Sechs Mal. Eine prähistorische Handaxt. Jupp. Ah, hier ist Hayley. Die ist in der Bibliothek immer, genau. Abigail meine ich. Hey, ich entschuldige mich im Voraus, falls ich irgendwas Unhöfliches sagen sollte. Hab letzte Nacht nicht viel geschlafen. Alles klar. Das könnte ich sein. Sagst du doch immer unhöfliche Sachen? Ich sag unbedachte Sachen. Alter, da war das, was man diese Schleime zerstört hat. Aber das bringt uns immer an um die 600. Hallo Schmied. Nee, nicht Werkzeuge verbessern. Geode aufbrechen. Ja, und das ist noch Schleim. Hä? Schleim! Hä? Hm? Wieso? Ja. Ach so. Hast du jetzt erst echt eine aufgebrochen, bist dann zum Museum und hast dann die nächste? Ich bin erst zum Museum. Tatsächlich. Ach so. Also genauso ein Schwachsinn. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich merke schon, effizientes Arbeiten ist deine Hallo, ich habe Kohle auf dem Kopf. Ich bin Hausmann. Auf dem Kopf rum. Das ist voll toll, Sachen auf dem Kopf zu tragen. Dem Museum spenden. Licht wäre voll cool. Ach, ich kann nur das dem Museum. Achso, weil du das grüne Ding hast du schon gespendet. Uah. Was macht man mit Sachen, die man. Kann man die einfach nur verkaufen dann? Ja. Jamborit Mineral. Ist so sehr komprimiert, dass du fast schon. Kannst du mit denen gar nichts machen? Gar nichts anderes? Manche Mineralien kannst du dann noch Kraft verwenden, aber nicht alle. Also gerade so die Artefakte eben nicht. Also Amethysten und sowas, die dann schon. Hm. Hast du die wenigstens mitgenommen, denn Amethyste nicht gefunden hatte? Nee, ne? Nö. Nee. Ich wusste nicht, wann die abgeben kann, glaube ich. Wir machen die Farm schön groß. Achso. Ja, heute war halt nicht so viel zu farmen. Korallen gab es hier, stimmt. Hier rechts gab es nur Korallen. Ich habe dir geholfen beim Farmen, deshalb. Achso. Ja. Während du dich um deinen Hund gekümmert hast, habe ich schon die Hälfte gegossen. Ja, aber Wuffi ist wichtig, ja. Also ein Hund geht immer vor. Das stimmt zwar auch, wenn ich keine Hunde mag. Magst du wirklich keine Hunde? Also wir kommen miteinander aus, aber ich brauche sie nun nicht. Also du würdest dir keinen Hund selber anschaffen? Wahrscheinlich nicht, nein. Und wenn dir einer zuläuft? Ja, dann schon eher. Ich könnte auch damit leben, ein paar einhält. Es wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Lieber eine Katze? Tatsächlich, ja. Lieber ein Arschloch, das dich nur anguckt, wenn es was zu fressen gibt? Das stimmt nicht. Katzen sind halt nicht so hörig wie Hunde. Die haben ein bisschen ihren eigenen Willen. Aber die kommen auch zu dir, wenn sie gekrault werden wollen. Ja, aber nur wenn sie wollen, das ist ja der Punkt. Das stimmt nicht. Die kommen auch zu dir, wenn du dich schlecht fühlst. Ich mag Katzen. Ich habe einen Kupferbahn gemacht. Und Hunde sind halt so. Gott, Hunde sind so Schleimer. So ein Tier. Scheiß mit. Wir die sagen nicht mal Zweller, nein. Ne? Die haben gar keinen eigenen Willen. Ist doch toll, die sind super treu. Wie ich. Ben ist ledig, steht hier bei. Ja, bin ich ja auch. Bin ich verheiratet. Oh, Hund 7. Ja. Ich habe auch einen Hund. Jetzt. Danke.
Ich bin aber eine Katze. Musst du neu starten, musst du einen neuen Charakter machen. Miau. Sind wir mit dem Auto rennen?